Chillt eure Basis, Alpha Chief ist wieder am Start und willkommen hier zu einem neuen Video. Als allererstes frohes Neues und ja, jetzt sind wir hier in 2024. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen mit Familie, Freunden, whatever. Also ich hoffe echt, ihr habt einen schönen Silvester genossen, ist egal wie, und konntet das letzte Jahr hinter euch lassen. Für die, die natürlich vieles vorgenommen haben, viel Erfolg, wünsche ich wirklich von Herzen, sei es Schule, Arbeit, Selbstständigkeit, whatever ihr euch einfallen lässt. Ich hoffe, ihr erreicht euer Ziel und kommt gut und gechillt über das Jahr 2024. Ja, und ich möchte das Video, das erste Video in diesem Jahr, einfach nur nutzen, um euch so ein bisschen zu erzählen, wie es mir entgangen ist und was ich für 2024 erwarte. Das letzte Jahr war natürlich für mich beschissen. Viele von euch wissen es ja, Trennung und andere private Gründe, die ich jetzt hier nicht erwähne, die, die mich gut kennen, wissen es. Und ich hoffe einfach, dass das Jahr wirklich für mich langsam besser wird, denn noch so ein Jahr wie das letzte kann ich nicht gebrauchen. Ich glaube, das wäre für mein Mindset auch nicht in Ordnung. Doch Gott sei Dank habe ich was so gegenwirkt, und das ist aktuell mein Hobby. Und zu dem Thema möchte ich natürlich kommen, weil das erwarte ich nämlich in 2024. Ich hoffe nämlich, dass, wie ich mir das vorstelle und wie ich das bis jetzt so von meinem Orga-Plan so hinbekommen habe, dass ich mehr streame und mehr Content produziere. Wenn alles so läuft, wie es bis jetzt vom Plan auf dem Papier aussieht, werde ich in Kürze eine Regelmäßigkeit haben, wo ich sagen kann, an diesen Tagen streame ich fest und an diesen Tagen kommen fest Videos. Natürlich heißt auf der anderen Seite, dass vielleicht doch ein, zwei private Sachen nach hinten kommen, weil ich dieses Hobby ernst nehmen möchte. Also nicht ernst, dass ich jetzt sage, dass ich vielleicht irgendwann damit Fame werde, so ist das nicht. Aber ich möchte gerne für mein Mindset einfach haben, einen geregelten Ablauf von meinem Hobby, und das bezieht sich halt darauf, dass ich auch vielleicht mal den einen oder anderen Freund des Öfteren absagen muss, und die Freunde, die ich dann absage, kennen mich gut genug, und ich hoffe, ihr seht dieses Video und wisst hoffentlich auch, warum ich das tue, weil so viel wie ich in den letzten Jahr, von den letzten Monaten und noch ein Jahr davor einfach viel eingesteckt habe, sehe es nicht mehr ein und habe mir jetzt gesagt oder auch fest vorgenommen für 2024, dieses Jahr ist mein Jahr. Das heißt, ich möchte wieder regelmäßiger wieder zum Sport gehen mit meinem Kumpel. Ich möchte einfach wieder regelmäßiger Videos machen und natürlich streamen. In den letzten Wochen, muss man ehrlich sagen, lief das ganz gut mit dem Stream. Ich habe sehr oft sogar gestreamt und auch sogar sehr lange, was in meiner letzten, also in den letzten, naja, 11 Jahre YouTube, beziehungsweise seit 2008 stream ich, seit 2018, Entschuldigung, stream ich, und noch nie ist das so vorgekommen wie jetzt. Ich glaube aber, dass ich wirklich angefangen habe, mega, mega zu streamen. Bestimmt so ab 19. Daher kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich irgendeinen Tag mal so hatte, dass es so war wie die letzten Tage, wo ich wirklich am Stück sogar 10 Stunden gestreamt habe. Für viele von euch da draußen, die Streams beobachten, regelmäßig gucken, sagen jetzt, ja gut, was ist denn das Besondere, 10 Stunden zu streamen? Naja, für mich in dem Fall war es was Besonderes. In der Regel waren es immer höchstens 2. Ja, und wie gesagt, da möchte ich ein bisschen mehr rein. Das heißt also wirklich feste Tage zum Stream und feste Tage, wo YouTube-Videos hochkommen. Natürlich kann es da oder da mal passieren, aufgrund von Arbeit oder sonstiges oder halt Kinder, dass es natürlich nicht klappt, weil gerade in der Trennung werde ich dann an bestimmten Tagen regelmäßig die Kinder haben. Und so kann es mal auch mal passieren, dass man halt nicht kommt. Ich meine, darauf müssen wir uns alle einstellen. Solange ich das hier nicht hauptberuflich mache, wo man sagen kann, 24/7 kannst du dich über YouTube und sonstiges kümmern und musst nicht irgendwo auf eine Arbeit hinfahren und da arbeiten, ist es halt so. Daher sind so meine Pläne, mehr ins YouTube- und Twitch-Geschäft einzusteigen und natürlich Social Media mehr zu nutzen. Ich habe auch angefangen, Shorts auszuhauen. Die Shorts per se gefallen mir und die machen auch richtig Laune. Und darauf werde ich ein bisschen mehr arbeiten. Stream Chief würde ich gerne dann die Streams als wie so eine Art Highlight hochladen, beziehungsweise als komplette Folge. Also wenn man was verpasst hat, gibt es dann halt auf YouTube. Das kann mal sein, dass da mal eben eine 3-Stunden-Folge hochgeladen wird. Ich weiß, ist eine Menge, aber besser, als wenn wir das auf Twitch lassen und Twitch das sowieso später löscht oder aus irgendwelchen Gründen ich das vielleicht aus Twitch rausschmeißen muss, wo halt YouTube lockerer ist. Daher werde ich das so in der Regel eher machen und
Stream Chief mehr auch da wieder Fokus geben. Das heißt auch so bestimmte Highlight-Sachen auch wirklich in gekürzter Form da hochzuladen. Das heißt also, wenn ein bestimmtes Reaction gemacht habe, dann werde ich auch nur diesen Teil der bestimmten Reaktion hochladen. Die komplette Folge wird trotzdem da geben. Ja, vielleicht werde ich aber in dieser kompletten Folge doch ein, zwei privaten Sachen, die mal reingeflossen sind, die dann wirklich wegen langer Pause, wenn ich mein Zimmer verlassen muss, für 5 Minuten und 5 Minuten seht ihr nur nix, dann werde ich auch dieses Nix einfach mal rauscutten. Das ist ja bescheuert. Warum soll ich das dann drin lassen? Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Natürlich weiß ich nicht, wie mein Renderprogramm reagieren wird, für so eine lange Qualität zu schneiden. Ist nur eine Idee, mit der ich arbeite. Ansonsten gucke ich, dass ich vielleicht nur Stunden hochlade. Also, ne? Von einem Stream eine Stunde und dazwischen cutte ich, von dieser einen Stunde cutte ich was dazwischen raus. Dann geht das ja. Das habe ich schon mal gemacht, eine Stunde Folge. Oder ich setze es vielleicht in einen halben Stundentakt. Ich weiß noch nicht, wie ich mir das vorstelle. Wie das auch funktioniert, weil sonst, ich glaube, dann wird auch mein Rechner mal sagen, Junge, 3 Stunden Material mal eben zu rendern in gute Qualität für YouTube, wo du dann die Schnitte raus hast. Uff, Bruder. Und wenn ich das über YouTube machen lasse, die noch nicht mit YouTube geschnitten haben. Naja, lassen wir mal stecken. Das interne Programm zum Schneiden. Dann dauert die Bearbeitung wieder 10 Millionen Jahre. Im Großen und Ganzen habe ich nicht viel zu sagen. Einfach nur, dass ich da ein bisschen regelmäßiger starten möchte. Und natürlich mich auch bedanken möchte für die ganze Zeit, die mir treu geblieben ist. Also die Leute, die wirklich die ganze Zeit da gewesen sind, bei meinen Höhen und Tiefen und auch in letzter Zeit dabei waren, wie Sub, Silver, die zu Gast da waren. Es ist für mich persönlich ein schöner Erfolg, den ich hier habe und es macht auch Spaß und gerade auch wie letztens, als ich einfach Sea of Thieves gestreamt habe und dieser Raid kam, das war auch es waren einfach schöne Momente, die ich noch im letzten Jahr, gerade Ende des letzten Jahres teilen konnte halt mit den Freunden und erfahren durfte, wie es ist. Und ich möchte das gerne dann weiter auch so beibehalten. Also es hat mir nochmal so einen kleinen Kick gegeben. Digga, bleib einfach am Ball an deinem Hobby. Du siehst, egal wie klein die Erfolge sind, es tut deinem Mindset einfach gut. Ja, das war's in der Linie. Ich möchte einfach nur, wie gesagt, Danke sagen. Es war ein ganz krasses Jahr, das letzte. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr geschmeidiger und besser wird. Und hoffe, dass ich meine Content-Umsetzung hinkriege. Wie gesagt, wenn jetzt nicht höhere Gewalten dazwischen kommen, hoffe ich, dass es dann alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. So, das war's von mir. Chillen wir noch diese ganze Woche und dann legen wir los mit Content. Sei es Twitch, sei es YouTube. So, das war's von mir. Also haut rein!